Ich habe einen sehr interessanten Bericht von einem amerikanischen Soldaten, der in Berlin groß geworden ist, gelesen. Und der konnte teilweise sich nicht mehr in der Stadt orientieren und musste die Sonne zu Hilfe nehmen, weil die Straßenzüge ja nicht mehr da waren. Und durch diese Unmengen von Schutt natürlich auch völlig aus der Ordnung geraten war. Das heißt, es gab fast keine Orientierungspunkte mehr. Und es hat auch gerade in den ersten Wochen, nachdem die Westmächte hier waren in Berlin, eine Art Tourismus gegeben, nach Berlin zu kommen, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass es solch eine Art von Zerstörung gegeben hat. Und man darf ja nicht vergessen, die hatten alle Berlin in Erinnerung als die große Weltmetropole, denken Sie an die Weimarer Zeit, Blütezeit, Kunst, Kultur, und davon war nichts mehr da. Rückblende. 1. Mai 1945. In den Straßen feiern Soldaten der Roten Armee den Sieg über Hitler. Mit einer Übermacht an Streitkräften haben sie den Kampf um Berlin für sich entschieden und beenden damit den Zweiten Weltkrieg in Europa.